Ja, hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Und wir sind hier auf dem Gefängnisschiff Bugatori und wollen ja Jack. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Alles klar, vielen Dank. Ja, wir wollen Jack rekrutieren, befreien oder wie auch immer. Und mir kommt das hier alles ein bisschen spanisch vor. Zu ruhig, wie man so schön sagt. Aber naja. Schauen wir mal. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Vielleicht kann ich Ihre Meinung ändern. Systeme aktivieren. Ja, das sieht nicht gut aus. Dann wollen wir mal. Alter. Feind am Boden. Bin schon fast wieder tot. Jawohl. Der saß. Oh, kommt schon. Ja. Diese komischen Mech-Hunde. Ich werfe sie um. Na dann tu das. Oh, 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 oh. Komm schon. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei rum. Ja, ist besser, ist besser. Ich sollte mich mal ein bisschen erholen, was die Gesundheit betrifft. Kurze Feuerstöße. Jawohl, und da ist noch was. Wieder so ein Hundi. So. Ich hoffe, das war's. Wir müssen Jack aus dem Eis holen. Ja, ja, wir sind ja bei. Da kommt noch. So. Nehme Deckung. Schicken wir mal unsere Leute vor. Bin auf dem Weg. Alles klar. Zeit zu sterben. Ja, ihr wollt sterben. Ich hab... Na komm schon. Jawohl. Super. Einer ist noch. Komm her. Jo. Munition aufnehmen, nicht vergessen. Und eine Tür. So, dann wollen wir mal gucken, was hinter der Tür ist. Von der anderen Seite erwartet uns mit Sicherheit auch wieder eine kleine Überraschung. Also kommt ran, Jungs. Ah, ich wusste es. Das ging ja fix. Okay, da war schon mal was zum Drücken. Gucken wir hier erstmal. Oh, nicht schlecht. Sicherheitstür ist verschlossen. Okay. Da ist noch was. Ach, Medizin. Tja, dann wollen wir mal die Sicherheitssteuerung aktivieren. Mal gucken. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Wie sollen wir Jack sonst da rauskriegen? Ich mach schon. Bereithalten. Okay. Aha. Ach, du ahnst es nicht. Das ist Jack? Eine Frau? So ein bisschen erinnert mich das an Demolition Man. Ist aber ziemlich schnell wach geworden. Oh, sieht ziemlich düster aus. Oh oh. Oh oh. Was macht sie denn jetzt? Ach, du ahnst es nicht. Genau, wir sollten unterstützen. Also, auf geht's. Da geht's lang. Jetzt geht's hier auf, alles klar, okay. Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Jo, ich glaube auch.
Wir eilen zur Hilfe und ich fasse es nicht. Die hat hier drei Mechs fertig gemacht. Das sieht interessant aus. Alter Vater, also Jack ist eine Frau. Schon mal. Ordnung wiederherstellen. Tödliche Methoden genehmigt. Eine tolle Überraschung. Aber nicht Jack umlegen. Nicht Jack? Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7. Ach, mich ja, ja. Beziehungsweise uns. Na super. Oh oh, Empfangskomitee. Ja, Jungs und Mädels, sag ich mal beinahe. Geh mal vor. Das wird sie umwerfen. Oh mein Gott. Die schießen im Moment irgendwie noch auf was anderes, habe ich das Gefühl zumindest. Aber sie räumt da oben wahrscheinlich auf, wenn ich das so richtig sehe. Ah, jetzt kommen sie zu uns. Alle Gefangenen, gehen Sie zurück in Ihre Zellen. Jawohl, der war gut. Sämtliche Luftschleusen auf diesem Schiff. Oh oh, oh oh, da hinten steht ein Mech. Tja. Er kommt. Oh Mann, der hat so viel. Da werden wir doch härtere Waffen benutzen müssen. So, komm, einmal noch, wa? Panzerung geht richtig runter, schön. Leben, Leben, Leben. Genau. Das hat wehgetan. Gehe in Deckung. Suche mir Deckung. Komm, ihr könntet das eigentlich mal für mich erledigen hier. Jawohl. Da ist er down. Bin ich ja mal gespannt. Der Direktor hat den Bereich hinter Ihnen abgeriegelt. Sie brauchen einen anderen Weg nach draußen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das hier nicht so einfach wird. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal die Munition auf. Und dann geht's weiter. Die haben nichts, glaube ich. Kraftwerkschaden führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Ja, da liegt eine Schrotflinte. Ah. Und dann geht's hier wohl weiter. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Oh oh. Unterwegs! Ja, dann kommt doch mal. Ich brauche Deckung! Ah, da kommen die nächsten schon. Bin immer noch ein bisschen überrascht, dass Jack eine Frau ist. Aber naja. Warum nicht? Sieht vor allen Dingen auch sehr geheimnisvoll aus. Die ganzen Tattoos. Das wird bestimmt interessant. Aber erstmal müssen wir uns den Weg rausbahnen. So, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. So. Da geht's weiter, da liegt auch Munition. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. So, dann wollen wir mal. Boah, das habe ich fast gedacht. Ich wollte schon gerade sagen, dass hier muss da noch Gegenwehr kommen. Wir sehen schon wieder richtig böse aus. Boah, gar nicht gesehen. Das dürfte ihre Systeme stören. Nun komm schon. Jawohl. Da hast du. Die stecken schon ganz gut ein. Boah. Oh oh. Ist wohl dann doch besser. Komm. Boah, treffen muss ich schon. Sonst wird das nix. Ah, Zielwasser hat noch nicht viel getrunken. Alter. Sie sind durch meine Schilde durch. So, einer noch.
Und meine Lebensenergie ist schon wieder sonst wo. Geh jetzt. Jawohl. Ja, alles klar. Feinde vor uns! Jetzt machen wir euch fertig! Jawohl, das sieht gut aus. So, Munition, Munition, Munition. Der kommt doch da schon wieder. Ach, das ist einer von mir. Gott. Oh, schon wieder so ein Mech. Überlasse ihre Systeme. Ist ganz schön was los. Wenn ich ein bisschen weniger rede, ihr wisst ja warum. Ne, Konzentration hochhalten. Ich habe ja eigentlich keine Lust zu sterben. Und hier geht ganz schön die Luzi ab. Und ich sehe schon wieder richtig scheiße aus. So, und irgendwie höre ich den Mech. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bloß weg hier. Nein. Ich hab's eben gerade noch gesagt. Ja, was soll's. Machen wir's halt nochmal. Und dann richtig. Einmal ist kein Mal. Auf jeden Fall ist ganz schön was los hier. Ich weiß auch nicht, wo Jack jetzt hin ist. Gut. So weit müssen wir nicht laufen. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Ja, dann riegel mal ab. So. Bis die so umkippen, das dauert. Komm hier. Genau. So, dann sind wir hier schon wieder clean. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. So, war hier irgendwo Munition? Ja, alles klar. Da unten. Hier geht da mal rüber. So, nun könnt ihr kommen. Und das sind wirklich nicht wenig. Na, kommt schon. Das wird sie umwerfen. Verloren. Also diese blauen sind echt hartnäckig. Die vertragen einiges mehr. Der war gesessen. Noch einer. So. Nur guck mal vor hier. Ne, der scheint tot zu sein. Nehme Deckung! Verstanden. So. Macht ihr mir mal die Arbeit, damit ich hier schön am Leben bleib. Keine Lust nochmal zu sterben. Das Munition. Feinde von rechts. Aha. Nehme Deckung. Ah, wieder so ein Blauer. Und da kommt er mich. Er scheint aber nicht hochzukommen da. Der war gut, aber der steht nochmal auf. Jetzt nicht mehr. So, und ich höre schon wieder den Mech. Der scheint aber auch wirklich hinten rum zu kommen. Jawohl, der kommt nicht vorne rum. Komm, jetzt müssen wir da aber kriegen hier. Oh, 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 oh. Wir versuchen es einfach doch mit dem normalen. Dreht er sich um? Ja, wir
Jawohl, so muss das sein. Wunderbar. So, und jetzt werden wir uns die anderen schnappen. Haben die so eine Art Schutzschild oder was ist das? Oder eine besondere Rüstung? Tja. Feinde vor uns. Oh, oh, oh. Ach, jetzt kommt er hoch, ja. Super. Oh, da ist auch noch einer. Guter Schuss. Jawohl. Der Raum leert sich etwas. Unterwegs. Ja, super. Tja. Hier oben noch Munition. Auf jeden Fall wichtig. Munition. Munition brauchen wir. Denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es im nächsten Raum auch weitergeht. So, der Raum scheint auf jeden Fall clear zu sein. Munition haben wir auch. Und ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Die Zeit ist um und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss.